Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Wir sind am Ausgang der Höhle. Letzte Folge haben wir begonnen am Anfang der Höhle und in der letzten Folge haben wir tatsächlich die ganze Höhle geschafft. So gut ich es halt konnte. Alle Trainer besiegt, die ich gesehen habe, alle Items mitgenommen, die ich gesehen habe. Und jetzt sind wir endlich mal wieder an der Oberfläche und an dieser, auf diesem Plateau von, wo Asarilla auch ist. Boah, ey, Junge, was sind hier für Pokémon, ey? Die Tasse, Mobtesse, oder wie es heißt, Banette und Driftzeppeli. Also hier sind die Pokémon auf jeden Fall sehr stark. Deswegen, ja, wir gucken mal, ob wir vielleicht in der Folge schon die Psycho-Arena machen. Zeitlich mal sehen, ich denke schon. Und ja, das könnte durchaus etwas schwerer werden. Und hier ist tatsächlich auch diese Tasse. Sehr interessant. In der letzten Folge haben wir auch sehr stark gelevelt. Also, bald haben wir die ersten 50er im Team. Das ist schon sehr stark. Ah, und hier ist auch die Vorentwicklung. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Hier, Hypnomorba. Aber da gab es doch auch noch eine Vorentwicklung davon, dachte ich. Was ist das da? Klaveon? Ja. Das Schlüssel-Pokémon. Warum kann ich es nicht mir anschauen, welches Level... Konntest du nicht anvisieren, keine Ahnung. Erschöpft. Oh. Ich habe noch gar nicht geguckt, welches Level die hier sind. Ja, ähnlich wie in der Höhle. Über 40. Das ist natürlich jetzt schon ein Unterschied zu den Orten, wo wir in den letzten Folgen waren. Also, ja. Aber das ist gut, dass wir jetzt nicht so overlevelt sind. Von daher wird das eventuell eine richtige Challenge. Mal sehen. In der Höhle hatten wir durchaus schon ab und zu Probleme. Hier sehen wir nochmal die Weiterentwicklung von Hefel. Etwas genauer. Die haben wir kurz schon mal uns angeguckt. Am Ende einer Folge. Oh, Friedhof. Okay, also die haben alle hier mit irgendwem Probleme. Und alles in 47. Ey, krass. Das Leveln ist so, geht so schnell hier. Ist das hier auch noch ein Trainer? Ja, oder? Krass. Okay. Direkt vor der Stadt. So nah an der Stadt hatten wir, glaube ich, noch keinen Trainer, oder? Henning. Ein Lieferant. Okay. Knattertox. Ah. Lol. Jetzt kämpfen wir mal gegen ein Knattertox in seiner... Ja. Also, nur gegen das Pokémon, ja. Ohne irgendeinen Assi obendrauf. Und... So in der Form sieht das ziemlich cool aus, muss ich sagen. Gerade diese Räder mit diesen Ecken und so. Ziemlich cool. In der Form, also so gefällt es mir echt gut. Gebe ich eine 8 von 10. Aber ich verstehe trotzdem immer noch nicht... Es ist irgendwie seltsam, das mit Knattertox. Ich hoffe, das wird noch irgendwie erklärt, weil das ist ja... Ich weiß nicht, bei den Autos... Da ist ja nicht das ganze Pokémon drin. Die Räder zum Beispiel fehlen ja da, ne? Beim Auto. Ich weiß nicht, was das ist. So, und was ist das hier? Kramox. Hier ist doch safe irgendwo auch ein Kramschiff, oder? Wobei, wir haben das, glaube ich, schon mal gefunden irgendwo. Ist hier irgendwas? Theoretisch kann man ja hier hoch. Nee, hier ist nichts. Da hätte ich jetzt schon was hinplatziert eigentlich. Boah, jetzt nicht runterfallen. Oh Gott, wenn ich da jetzt irgendwie runtergefallen wäre, was wäre dann passiert? Nochmal durch die Höhle. Und hier ist das, ja, cool, das hat mir, wie heißt nochmal? Pepper. Pepper hat Jalapeno, genau. Pepper hatte das Pokémon und hat mit mir gegen Riesenzahn gekämpft. Boah, das ist cool. Ich weiß zwar nicht, was es genau sein soll und was es angelehnt ist. Sieht halt schon eher aus wie eine Rose, ne? Irgendeine Pflanze. Ist, denke ich, Pflanze Drache, so wie es aussieht. Ja, es ist schon cool. Würde mich auch interessieren, was da die Weiterentwicklung ist. Das ist interessant. Aber auch ein bisschen komisch, dass... Oh, Alter, ein Ultrigari, oder wie das heißt. Weiterentwicklung von Warblu, krass. Ich weiß nicht, irgendwas... Ich habe gerade einen Satz noch nicht beendet, scheiß drauf. Wie heißt es nochmal? Ultrigaria? Ist auch sehr cool. Altaria einfach nur.
Nee, Ultrigaria war ja das Pflanzen-Pokémon. Boah, hier ist auch nochmal dieser Pfau. Strauß. Boah, hier geht's auch gut ab, du. Sehr große Vielfalt. Gefällt. Boah, sogar ein Ampharos. Alter. Krass. Richtig heftige Pokémon hier. Lextremo weiß ich nicht, ob es da noch eine Weiterentwicklung gibt. Ich glaube nicht. Was ist das hier? Ah, auch ein Wolverock, aber in einer anderen Form anscheinend. Oh, yo. Alter, krass. Geil. Das ist cool. Auf der Map wilde, so starke Pokémon zu sehen. Hier ist auch ein Adebomb wieder irgendwo. Ah, genau. Und da ist quasi, da drunter waren wir. Das werden wir... Naja, es ist gar kein so großes Gebiet. Ja, das werden wir gleich noch angucken und dann in die Stadt gehen. Und hier ist auch so ein Turm. Und ein kleiner See. Dein Enteron. Weiter weg von Enton. Alter, jetzt geht's aber ab hier mit neuen Pokédex-Einträgen. Also wir haben jetzt mit der letzten Folge zusammen bestimmt schon irgendwie, keine Ahnung, innerhalb von zwei Folgen so 15, 20 Pokédex-Einträge oder so gehabt, gefühlt. Hier ist noch ein Gierspenst. Lustig versteckt. Ah, man kommt nicht hoch. Es ist so ein bisschen schräg. Okay. Hätte gedacht, das wäre wieder so ein Turm mit einem Gierspenst drauf. Ah, okay, aber hier sind auch Trainer hier unten. Stimmt. Dann vielleicht doch erst in die Stadt. Ja, weil wir müssen ja auch noch heilen und so. Donphan haben wir... Ja, doch, wir haben es schon in Pokédex. Ja, erst Stadt und Arena und dann erkunden wir den Rest dieses Plateaus. Also, oh ja, hier ist ein Kramschiff irgendwo. Also hier, das hier, ne? Klar. Dann das hier. Oh, da, ah, cool. Bei dem Turm kann man sich porten. Okay, jetzt ist es egal, wenn wir runterfallen, da können wir uns hinporten. Ja, da, also erst Stadt, beziehungsweise das Drumherum. Das hier, wie auch immer man da hochkommt. Dann das hier. Und das hier. Und dann können wir eigentlich südlich Zone 4 noch den Rest erkunden. Ne? Da haben wir auch nicht mehr viel. Und dann anschließend noch dieses. Ja, wenn wir dann in südlich Zone 4 sind, fertig sind, dann gehen wir hier durch. Und hier diesen Weg. Diesen Teil haben wir noch nicht gemacht hier. Aber dann ist ja auch noch hier diese... Dieses Ding hier, ne? Und hier außen ist ja auch noch irgendwie sowas. Mal gucken. Ja. So riesig die Map. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ja, aber nach der Arena wird wieder ein bisschen erkundet. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Dass ich zumindest auf dieses Plateau hier erstmal nicht mehr rauf muss. Ist ja ein recht überschaubares Gebiet eigentlich. Ey, Mann. Limonade. Ja, jetzt schauen wir erstmal um die Stadt herum. Da ist das Arena-Gebäude. Wo geht's da hin? Ah, da geht's da hoch. Boah, nach Tara. Aha. Ja, da gehen wir dann auf jeden Fall erst nach der Arena hin. Aber um die Arena rum will ich auch nochmal kurz gucken. Items und so. Trainer, denke ich, sind hier nicht mehr. Oh. Ein Seedisaal. Oh, geil, geile Platzierung. Ein wildes Friedwurf. Cool. Oh! Sogar die Weiterentwicklung von, oh Gott, wie heißt das nochmal? Wie auch immer. Patinaraya. Crazy, crazy. Krass. Ich finde das mega geil, dass wir hier so voll entwickelte, mächtige Pokémon schon sehen. Ja. Nice, nice. Ganz kurz stecken wir einmal hier das Gebiet um die Stadt rum ab. Und hier ist noch irgendwie... Ach nee, das ist ja der grüne Streifen. Und warum ist das dann so graubraun hier um die Stadt? Sieht ja recht ähnlich aus.
Na, wahrscheinlich zählt das quasi irgendwie zur Stadt. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt sind wir drin in Asarilla. Vielleicht nicht der gängigste Weg, eine Stadt zu betreten, aber egal. Die hat einen... Boah, den geilen Soundtrack. Irgendwie so ein bisschen arabisch. So, also Wüstenflavor. Der Legator. Hier wieder eine große, große Abstellstation für Mopex. Das hier wird der Kampfort sein, oder? Oder? Nicht sehr groß, aber ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Ah, da ist wieder dieses komische Garagenhaus. Nein, ich will das Item. Oh, Nugget, geil. Ah, genau, das ist dieser seltsame Turm, den wir schon von Weitem gesehen haben. Bin ich auch mal gespannt, was das ist und was das für eine Bedeutung hat, dieser Turm. Oh, geiler Ruf. Was ist das hier? Bäckerei. Na, okay. Tja, der Laden hat einfach keinen Namen. Einfach nur Sandwich-Zutaten. Ah, hier sind wir reingesprungen. Mhm. Also diese Verzierung an den Gebäuden hier, die sehen echt geil aus. Oh, Lichtlehm. Yo. 20.000 Euro quasi gespart. Nice. Boah, auch der Boden. Also das ist schon... Boah, ziemlich fesch. Geil, geil, geil. So Lehmkunst irgendwie, ne? Geil. Hat auch ein bisschen was Afrikanisches. Ja, wir bekommen einen Preis. So. Flammenblitz. Anwender hüllt sich in Flammen und stürmt auf das Ziel zu, das dadurch eventuell Verbrennungen erleidet. Anwender nimmt selbst großen Schaden. Die Attacke kennt man. Und ist auch sehr gut, glaube ich, aber das mit dem großen Schaden darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Terra-Ausbruch? Ah, das war das. Okay, Flammenblitz 120, Genauigkeit gut, 15 AP auch gut. Okay. Eventuell Verbrennung auch sehr, sehr gut. Nimmt selbst großen Schaden, müsste man halt jetzt wissen, wie groß der Schaden ist. Das ist halt das Ding. Schade, dass das irgendwie nicht dabei steht. Aber an sich klingt das halt wirklich sehr krass, ne? Ich glaube, das ist es mir wert. Feuerzahn, ja. Ja, doch, ist auch ganz geil eigentlich. Ist auch sehr gut. Das hier vielleicht tauschen. Aber da steigt der Spezialangriff. Das ist natürlich auch gut. Wobei Feuerzahn eine physische Attacke ist. Was ist Schallwelle nochmal eigentlich? Ist halt eine normale Attacke, ne? Ist jetzt nicht so speziell. Und Flammenblitz hätte auch mehr AP. Und ist stärker. Biss wiederum ist jetzt auch nicht so die krasse Attacke. Egal. Nee, ich würde sagen, wir ersetzen es durch Schallwelle. Dann haben wir 3 Feuerattacken. Ist okay. Ist völlig okay. Schallwelle ist bei weitem nicht so zielführend wie Flammenblitz. Sehr geiles Geschenk mal wieder. Und ich glaube, wir schaffen die Arena doch nicht mehr, die Folge. Beziehungsweise fangen sie auch gar nicht mehr an. Na, ja, mal sehen. Die Arena-Challenge vielleicht noch. Den Kampf auf jeden Fall noch nicht mehr. So, die Heilung war bitter nötig nach der Höhle. Und jetzt gibt's doch, ja, jetzt gibt's auch die Hyperbälle. Spätestens hier sollte es alles geben. Okay, dann erkunden wir noch den Rest der Stadt. Und dann gehen wir da mal zu diesem Turm. Der wird jetzt sicher auch irgendeine Bedeutung haben. Und hier sind wilde Pokémon, sehr nah an der Stadt. Quasi in der Stadt. So, und was ist das hier? Haha, TM, nice. Fähigkeitstausch. Erlangt man dadurch die Fähigkeit vom Gegner, oder wie? Und hier ist die Weiterentwicklung von Spoink. Groink, glaube ich. Was Keranik betrifft. Ah, Keranik ist das. Ja,
So eine Mischung aus Wüste und Afrika. Beziehungsweise halt, ja, Savanne, ne? Ist ja eine afrikanische Wüste. Okay, jetzt gehen wir mal da hoch. Bin ich mal gespannt, was das hier bedeutet. Und das ist echt cool, diese Pokémon-Icon hier am Boden. Das müsste ein Tauros sein. Was ist das? Vielleicht Taubsi? Keine Ahnung. Aber ich möchte hier nicht runterfallen, deswegen aufpassen. Fokusstoß. Sieht aus wie Darkrai, aber ist eher ein Käfer, ne? Pipi. Das ist sehr interessant, was hier für Symbole sind. Wirkt sehr mystisch. Ah, mystisch, okay. Gut, damit hat sich das mit der Kampfstage unten auch erklärt. Geklärt. Aber dann weiß ich trotzdem nicht, was das unten für was das ist. Okay, das ist also hier nur Kampfstage. Dieser Turm wird doch noch irgendeine Bedeutung spielen, oder? Die werden doch jetzt nicht nur zur Deko eingebaut haben. Oh, da ist noch eine TM. Die hätte ich vielleicht nicht, hätte ich vielleicht tatsächlich verpasst. Protze. Nice. Okay. Dann, ja. Kann man eigentlich anfangen, ne? Psycho. Kampf, glaube ich, ne? Kampf gegen Psycho. Ja, ich glaube, so rum war es. Glaube. Ich weiß nicht. Okay. Oh, unser Biologielehrer. Nico Dunkel, wie geht's? Wie steht's? Na, wie läuft deine persönliche Schatzsuche? Alles im grünen Bereich? Ja. Schon. Oh, mein Arm hat gerade voll rumgespackt. Oh, sowas hört man gern. Du hast dein Ziel voll im Blick, was? Viele Schüler nehmen im Rahmen ihrer Schatzsuche die Arenen in Angriff. Das ist zwar nicht leicht, aber es lohnt sich. Deswegen bin ich auch hier, um dich anzufeuern. Immerhin bin ich ein Klassenlehrer. Glücksei. Was war das nochmal, Glücksei? Wofür war das nochmal? Ich kenn's nur in Pokémon Go. Alter zum Tragen. Oh ja, das ist auch sehr geil. Hat zwar im Kampf so für den Kampf keine Bedeutung, aber man bekommt halt mehr Erfahrungspunkte im Kampf. Was echt geil ist. Und solange die Pokémon jetzt schwächer sind als wir, sag ich mal, kann man das ruhig mal jemandem geben. Das hier sollte dir bei deiner Schatzsuche behilflich sein. Als Entwickler des Pokédex würde es mich natürlich auch freuen, wenn du bei dessen Vervollständigung weiterhin dein Bestes gibst. Ich bin dann mal wieder weg. Mach weiter so und halt dich von gefährlichen Orten fern, ja? Naja, die Höhle war jetzt für uns schon relativ gefährlich, ne? Ja, und Pokédex, das machen wir alles im Postgame. Aber kommt noch. Willkommen in der Arena von Azarilla. Lass mich dich zu aller Ehre, ja. Tulia. Arena-Leiterin. Deine Aufgabe wird es sein, dich in Gymnastik zu beweisen. Wenn du die von Tulia selbst erfundene Gefühlsgymnastik komplett absolvierst, bestehst du die Prüfung. Um die genauen Regeln zu hören, wende dich auf dem Trainingsgelände an die Dame im schwarzen Trainingsanzug. Wenn du die Arena verlässt, findest du das Trainingsgelände links. Ah, okay. Das ist also das, was ich vorhin als Kampfstage identifiziert habe. Mhm. Wir machen da jetzt Gymnastik, ernsthaft. Warum so cringe? Bei Psycho hätte man so coole Sachen machen können. Aber vielleicht wird's ja... vielleicht hat's ja was. Keine Ahnung. Mal sehen. Da geht's schon ab. Muss ich mich bei dir anmelden? Nee, ne? Gefühlsgymnastik. Okay. Tagneuzugang. Hier kannst du dich an der Gefühlsgymnastik versuchen. Du fragst dich jetzt bestimmt, wieso deine Lehrerin für Kampfkunst hier in der Arena arbeitet, was? Ja, das dachte ich mir schon. Das ist ja gar nicht die Arena-Leiterin. Nun, Arena-Leiter Tulia. Oh, die sieht aber hübsch aus. Boah, von hier das Gesicht schön. Und ich sind schon seit unserer Kindheit befreundet. Vor einiger Zeit trugen wir einen Pokémon-Kampf aus, für den wir eine spezielle Regel ausgemacht hatten. Die Verliererin muss tun, was die Gewinnerin sagt. Boah, die Augen, ey. Nun ja, du kannst dir denken, wie der Kampf ausgegangen ist. Die ist voll süß. Aber das hier ist immerhin eine gute Gelegenheit, um sich fit zu halten. Also helfe ich aus, wenn ich nicht unterrichte. Boah, das ist ohne Scheiß die attraktivste Pokémon-Charakter, den ich je gesehen habe, glaube ich. Ja. Die Regeln der Gymnastikprüfung sind simpel. Ich führe bestimmte Übungen vor und du musst sie mir einfach nachmachen. Gerne. So, bist du bereit für die Arena-Prüfung? Ja. Sehr schön, dann legen wir mal los.
Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Und die ist auch so aufgeweckt und so fröhlich irgendwie. Oh, was kommt jetzt? Oh, bitte, bitte lass das nicht unangenehm werden. Nicht so wie. Was war's mit der Influencerin? Ich habe leider gar nicht aufgepasst, was wir machen müssen, um was es geht, aber ich hoffe, das wird gleich noch erklärt. Oh, die FPS. Wir stehen neben unserem Flamingo. Was ist jetzt? Was muss ich machen? Nun werde wütend. X. Wa was? Okay, wir müssen einfach nur die Emotionen machen, die da oben. Wow. Ey, bitte lass das nicht die Challenge, die ganze Arena-Prüfung sein. Ah, ich glaube, man hat immer weniger Zeit, um zu reagieren. Okay, na dann. Noch ist es sehr einfach. Oben wütend, immer merken. Oh, hätte ich fast verkackt. Ach, wir können nochmal. Bringt das irgendwas, es nochmal zu machen, immer wieder? Keine Ahnung. Hä? Gerade hatte ich das Metitalis irgendwie so kopfgeschüttelt, wo ich es richtig gemacht habe. Hä? Das waren saubere Bewegungen. Du und dein Pokémon habt euch echt gut geschlagen. Neuzugang. Das war genug des Aufwärmens. Jetzt wollen wir die Muskeln mit einem Pokémon-Kampf mal so richtig beanspruchen. Ich hab's immer noch nicht ganz gecheckt. Gegen die? Ernsthaft? Ich schätze jetzt mal, dass dann quasi nach diesem Kampf nochmal sowas kommt. Nochmal Kampf, nochmal sowas, nochmal Kampf und dann ist die Arena-Prüfung bestanden wahrscheinlich, denke ich mal. Ich denke nicht, dass das hier der einzige Kampf in der Arena-Prüfung sein wird. Ja, weiß ich jetzt nicht. Nee, ist es auch nicht. Finde ich auch nicht cool. Bisher war die kreativste Arena-Prüfung immer noch, glaube ich, die mit dem Olivenrollen. Und wirklich kreativ war es auch nicht. Also, ja. Die Arena-Prüfungen sind alle nicht so geil. Und ich weiß gerade gar nicht, ist das die letzte Arena? Nee, oder? Ich glaube, zwei Arenen haben wir noch vor uns, oder? Also, wir haben ja noch ein Herrscher-Pokémon. Und ich glaube, zwei Team Starfish-Stecker. Dann müssen es noch zwei Arenen sein. Also diese und noch eine. Bald sind wir durch. Ja, Flamingo ist hier auch nicht gerade gut gegen die. Oh, shit, aber dann ist die Arena-Prüfung doch ein bisschen lange wahrscheinlich, ne? Kann sein, dass dann die Folge wieder ein bisschen sehr lang wird. Kirlia. Ah, Luftschnitt, Mann. Genauigkeit. Psychokinese. Stark. Ja, also anscheinend, weil gerade hieß ja auch schon bei Kampf nicht sehr effektiv, dann war es andersrum tatsächlich. Lag ich mal wieder falsch. Psychos gegen Kampf gut. Macht doch mehr Sinn, weil die Psyche ist dem Körper überlegen. Oh, aber jetzt, das muss jetzt aber richtig reinscheppern. Ja. Wenn das nicht gekillt hätte, hätte ich wirklich gar nichts mehr verstanden. Mara. Eure Bewegungskünste. Sehr gut. Deinen Pokémon und deinen Muskeln tut es gut, so in Schwung zu kommen. Du wirst doch jetzt nicht schlapp machen, oder? Halt durch, die zweite Hälfte beginnt. Oh nein. Ah, Pamomamo ist auf Position 2. Ich mache immer nur eine Emotion, also einmal die Emotion. Warum macht dieses Metitalis da nichts? Also, ich meine, warum schüttelt das den Kopf? Hat es selber verkackt oder wie? Ich weiß nicht, was ich mit dem Bildschirm da links anfangen soll. Mit dem Metitalis. Ich spamme jetzt die ganze Zeit einfach das. Solange es da erscheint.
Oder ich. Nee, ich glaube, es bringt nichts. Ich glaube, man muss immer nur die einmal diese Emotion machen, glaube ich. Ich glaube, das Spam bringt nichts. Das ist so ein Trash. Auch dieser Rand, so kitschig, so. Oh. Also kitschig kann cool sein, aber so unangenehm. Ach nein. Dass es den Kopf schüttelt, hat er nicht unbedingt. Das war die Emotion, glaube ich. Das müsste dann die Wut gewesen sein, oder? Ja. Nee, jetzt macht es anders. Keine Ahnung. Ja, spannend. Wann hört der Scheiß auf, Mann? Wie viel denn noch? Jetzt. Die FPS sind auch grausam. Wirklich perfekt. Ich hatte schon fast vergessen, wer hier wen unterrichtet. Versuche die Muskelkarte zu binden und ja, Pokémon-Kampf. Boah, das zieht sich. Das ist so scheiße. Also, das ist, glaube ich, in Abstand die nervigste Arena-Prüfung. Da hat man auch gar keinen Bock zu kämpfen. Da möchte man einfach nur weggehen. Wenn man einfach das Spiel nehmen und gegen die Wand schleudern. Nee, wirklich, ich finde die richtig scheiße, diese Challenge. Und da werten es solche Kämpfer auch nicht auf. Aber immerhin kämpfen wir gegen das, gegen ein Groink. Uiuiui. Ja, lass mich raten, danach gibt's nochmal so eine Tanzrunde. Und wahrscheinlich noch ein Kampf. Servol, das ist, glaube ich, dieses... Ich weiß schon, was es ist. Oh, 48 hier schon, ey. Wo ich auch keine Ahnung habe, was für ein Typ das ist. Aber muss ja irgendwie Psycho sein, ne? Zumindest muss es irgendwas damit zu tun haben. Ja. Psycho normal wahrscheinlich. Oder nur Psycho. Ja, das Zaltigant ist so nice, Mann. Ich habe gesehen, dass viele Leute das gar nicht so nice finden. Habe ich so mitbekommen. Oder habe ich so interpretiert. Ja. Was ich halt irgendwie gar nicht verstehe, weil eigentlich ist das doch mega geil und mega unique auch. Meditalis. Sind wir da gut dagegen? Das müsste ja Kampf-Psycho sein, ne? Oh nein, Kampf, das sind wir schlecht dagegen. Ja, wir werden jetzt sterben, dann egal. Akupressur. Oh, besser als ich dachte. Ja, das war's. Krafttrick. Ah, das ist gar keine Schadenattacke. Okay. Ich muss gestehen, Leute, dass mit den Spezialangriffen und Spezialverteidigung, Spezialattacken, physische Attacken und so, das habe ich in diesem Let's Play das erste Mal verstanden. Ich habe das in den ganzen Pokémon-Spielen, die ich davor gespielt habe, nie verstanden. Und habe mich auch nie interessiert. Und jetzt wirklich, also krass, ne? Habe ich aber auch gesagt am Anfang, glaube ich. Und so ist es auch, so war es auch und so ist es immer noch. Ich kenne mich mit Pokémon 0 aus. Oder wenig. Gut gemacht, damit bist du am Ende der Gefühlsgymnastik angekommen. Du hast zweifelsohne bestanden, Glückwunsch. Die Arena-Prüfung gilt aber erst als beendet, wenn du dein Ergebnis beim Empfang vorlegst. Schau also am besten noch drüber. Okay, Gott sei Dank ist es vorbei. Noch eine Runde, oh, hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ja. Das war wohl nix. Ganz kurz mal gucken. Also, was jetzt noch, was wir quasi jetzt dann noch haben. Ein Herrscher-Pokémon. Ein Versteck. Eine Arena. Oh, noch eine Arena. Noch ein Versteck. Ah, okay, dann haben wir noch 6 Stationen quasi. Mhm. Also 2 Arenen noch, ein Herrscher und 2 Verstecke. Also beziehungsweise nach dieser Arena noch 2 Arenen.
Interessant. Dann porte ich mich mal kurz zum Pokémon Center. Oder sind wir schon geheilt automatisch? Nein. Dann porte ich mich dahin. Und in der nächsten Folge geht's dann los. Beziehungsweise geht's dann weiter mit dem Kampf gegen den Arenaleiter. Ne, gegen die Arenaleiterin. Da bin ich mal gespannt. Gegen Psycho-Pokémon. Bin ich immer noch ein bisschen ratlos. Eventuell Stahl. Granfogita, glaube ich, war ganz gut. Ja, doch. Doch, Granfogita war gut mit Stahlattacke, ne? Mit Riesenhammer und so. Ich glaube, mit dem starten wir. Eventuell Geistpsycho war auch irgendwas, glaube ich. Ja. Ja, so gehen wir dann in der nächsten Folge rein. Dann ist das jetzt endlich mal eine Folge, die nicht extrem Überlänge hat und mal ungefähr 30 Minuten geht. Glaube ich zumindest. Okay, passt. Dann war es das erstmal von der Folge. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dann und ciao.